Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir machen heute Hefezopf, und zwar Hefezopf mit LM, also Levitum Atre. Und so sieht er angeschnitten aus. Ich wünsche dir viel Spaß beim Video. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, hol das doch gerne nach oder folg mir auch auf meinen weiteren Kanälen. Die Zutaten für unseren Hefeteig ist zimmerwarme Milch, Zucker, ich habe etwas Vanillezucker dazu und eine Prise Salz, zimmerwarme Butter. Natürlich unser LM. Wie ihr seht, ist meiner noch sehr jung, aber auch sehr feinporig. Also er hat schon eine Triebkraft, aber ich unterstütze es noch mit etwas Hefe. Und natürlich Mehl. Das Mehl habe ich schon in die Schüssel getan. Wir geben jetzt die anderen Zutaten mit dazu, verkneten das ganz schnell zu einem Teig und lassen ihn dann ruhen. Unser Teig ist fertig, er ist dann wirklich ein sehr, sehr schwerer Teig. Ich knete ihn jetzt mal mit der Hand durch und dann gebe ich ihn in den Backofen bei ca. 30 Grad und lasse ihn gut eine Stunde, anderthalb Stunden einfach durchgehen, aus dem einfachen Grund. Mein LM ist doch sehr jung und ich möchte, dass er alle Zeit hat, um wirklich seine Treibkraft voll zu entwickeln. Das heißt, ich gehe jetzt mal mit der Hand rein, mache das zum schönen Ballen. Und dann verschwindet das ab im Kühlschrank. Ich zeige es euch selber gleich. So, der Teig, wie ihr seht, ist ein recht feuchter Teig. Er klebt ein bisschen, aber das ist auch so gewünscht. So kann sich das richtig schön entfalten. Ich gebe jetzt ein Handtuch drüber und wir sehen uns in anderthalb Stunden wieder. So sollte euer Hefeteig aussehen, wenn er fertig ist. Jetzt könnt ihr ihn verarbeiten, wie ihr möchtet. Ich werde daraus jetzt unseren Osterzopf machen. Ihr solltet schauen, dass eure Stränge gleich lang sind. Wir starten jetzt damit, dass wir daraus flechten. Das heißt, ich lege den so drüber. Den Zopf lassen wir jetzt noch mal gut eine halbe Stunde gehen. So habt ihr zwei verschiedene Zopftechniken, die ihr jetzt gesehen habt. Und ich bepinsel die am besten gleich noch mit Ei, damit das noch ein bisschen mit einziehen kann. Euer Hefezopf durfte noch 30 Minuten gehen. Ihr seht, er hat den Volumen zugenommen. Ich habe mit Ei vorhin eingestrichen. Ich streiche jetzt nochmal nach, sodass er nachher richtig schön golden wird. Und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, noch Hagelzucker dazugeben. Das mache ich ganz gerne, weil ich das einfach lecker finde. Und ihr seht, ich habe alle beiden Techniken genutzt, die man mit einem Zweistrang machen kann. Der Backofen habe ich auf 200 Grad vorgeheizt, drehe es nachher dann runter auf 180. Jetzt kommt noch ein bisschen Hagelzucker als Zierde mit dazu. Es darf ja ruhig etwas süß werden auf Ostern. Aber ihr müsst natürlich nicht nur an Ostern machen. Den könnt ihr das ganze Jahr über genießen. So, jetzt kommt der Backofen, ein bisschen im unteren Drittel halte ich das Ganze und in 30 Minuten sehen wir uns wieder. Und so sieht das Ganze aus, wenn es fertig ist. Der Dinkelteig, wie ihr seht, ist schön fluffig geworden, auch mit den LM. Ich freue mich echt drauf, weil sie da duftet ohne Ende. Ich habe mir gleich eins mit Marmelade gesichert. Also, ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen, schöne Ostern. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Falls du mich noch nicht abonniert hast, hol das doch gerne nach. Du kannst auch gerne auf meinem Blog die Details vom Rezept sehen. Oder mir natürlich auf Pinterest, Twitter, Facebook und noch irgendwas habe ich vergessen, folgen. Also, bis dann, deine Silke von Anders Backen. Hey! Nein, meins. Hm. Boah, lecker. Halt dich! Magst du auch? Schmeckt! Hey! Ich wollte dir nur ein Stück geben, nicht wenn man dir einen kleinen Finger gibt. Ja. Unverschämt. Und kleinen Finger hätte ich nicht genommen, nur zum Kuchen. Nee, deinen Finger hast du ja gerade noch dran gelassen. Ja, klar. Ja.